Es ist Sonntag, der dritte Advent. Ich bin hier am Schwarzen Ort in Biebesheim. Um 11.30 Uhr ist hier Wasserpegel Worms 102 cm. Das läuft alles noch unter Niedrigwasser. Mal sehen, ob es in den nächsten Tagen wieder etwas zunimmt. Ja, Abstand, und ihr seid ja eine Familie. Jawohl, ja, wir gehen also einer Familie. Ja, das stimmt ja, stimmt ja. Ich habe gehört, du wärst jetzt nicht mehr im aktiven Dienst. Nein, ich bin nicht mehr aktiv. Ich bin jetzt im Urlaub. Ja. Also, die Firma hat mir ein Angebot gemacht. Ja. Genommen. Ja. Ja, ich weiß das von einem Herrn Meier. Ja, das stimmt. Ja. Ich hatte am Donnerstag, am Mittwoch mein letzter Arbeitstag. Ja. Am 9. Schon lange her, gell? Ja. Ja, wenn mal die Zeit da ist, da ist der Haupt. Ja. Ich hatte dich auf den Titel gemacht, gell? Ja. Hat das gezeigt? Ja. Ja, bist du auf dem Titel? Letzte, wo ich schon mal. Ja. Das hat er mir gezeigt. Ja, der nehme ich alles. Der ist also nämlich Jahre gefahren. Ja. Ja, der Herr, mit dem ich eben zuletzt gesprochen habe, war viele Jahrzehnte Schiffsführer. Und wenn irgendwelche Fragen sind, kann er einem das ganz gut beantworten. Ist immer interessant, was er erzählt. Talwärts fährt jetzt das Tankschiff Generation. Auf meiner Schiffs-App fährt das Schiff für die Niederlande, aber ich sehe hinten eine deutsche Flagge, also irgendwie ist das nicht mehr aktuell. Das Schiff ist 110 Meter lang und 12 Meter breit. Die Temperaturen sind heute auch gemäßigt, wir haben so um die 9 Grad plus. Ja, und bevor ich es vergesse, ab diesem Mittwoch geht Hessen wieder in den Lockdown. Also seid so gut, haltet euch alle daran. Ja, was sein muss, muss sein. Die haben drei Pilser neben und das eine, das ist noch neben dem Wasser. Wenn die trocken sind, du fährst in die Schleuse. Ja. In der Bindung geht sie gleich kaputt. Ja. Und deswegen lässt man die Wasser hängen, damit sie feucht sind. Ja. Und dann geben die nach. Ne? Ja. Dann geht die nicht so schnell kaputt. Aha. Also nochmal, wenn ich in eine Schleuse reinfahre, habe ich diese drei Pilser neben und die haben, oder den, ja, die haben denselben Effekt wie Fender, oder? Wie Fender, dasselbe wie Fender. Ja, aber die haben einer, der ist wieder reingefallen, weil jetzt brauchen sie ja kein Fender da. Ah ja, Fender brauchst du so ein Schiff nicht. Ja. Der ist ja gleich im Arsch. Ja, wenn ja, der richtig ankommt, der fliegt da fort. Ja, ja, ja. Wo ist denn die nächste Schleuse da in der Nähe? Kostheim. Kostheim, ah ja, dann. Kostheim, ja, mein. Aber das ist auch scheiße, weil die Spund wird haben. Da ja, sind die hier betoniert, die Schleuse. Ja, ja, ja. Da geht sie auch nicht so schön kaputt, aber mit der Spundwand, ja, sind sie gleich im Arsch. Oder? Ei, ei, ei. Echt? Verrechnen sie schneller. Ja. Wenn du nicht mehr zwischendrin hast. Meine Herren, eine historische Sache jetzt. Und zwar, der Adam Dewald, mein Onkel, war Klassenkamerad von dem Herrn Erne. Jahrgang 2021. Und ich habe eben gerade gehört, dass der Erne wäre jetzt 100 geworden. Nächste Woche wäre, hat ja Geburtstag am 17. Dezember. Am 17. Donnerstag, ja, wird er 100 Jahre alt werden. Und wisst ihr, wer noch lebt? Die Frau Heib. Ja. Die muss jetzt auch irgendwann 100 werden. Aber es ist halt jetzt eine Sache mit Corona, da hinzugehen, das ist. Die werden arbeiten. Ja, ja. Das ist der gleiche Jahrgang. Ja. Die Frau Heib. Ah ja, ich habe das Bild, wie sie gefeiert hatte, wie sie 70 geworden sind, da haben die alle bei Sommer gestanden, ja, gell, ja, hier gefahren und alles.
Ja. Das war ein Jahrgang, die habe ich immer gefeiert, so ja. Die runde Geburtstag. Ja. Ja, da war ja auch der Bekannte, der eine, der Bauchredner war da dabei und der andere, der Fasnacht, der Burger. Ja. Das war ja, der hat ja bei Hessenlacht zur Fasnacht als mitgemacht, ja. War ja ein ganz bekannter Jahrgang unter Geibert halt. Der war der Organisator vom Ganzen, der Karl, der hat sich ja immer schwer bemüht um die ganze Geschichte da. Ja. Und dann sind sie immer zu der Lydia Ahammer gefahren. Nach Österreich. Ja. Ja, das ist alles Geschichte, gell? Jetzt werden sie alle 100. Ja, so ist es. Ja. Aber können nicht alle 100 werden. Ja. Nancy, du hast ja die 110. geplant, habe ich gehört. 120. Ich muss weiter. Ich wünsche euch was. Schönen Sonntag, gell? Ja, ich war schöne Weihnachten. Ja, danke, danke. Hier sind die Rollpappler von Biebesheim. So, hier ist der Supertag Rotammel. Ja, und ich wünsche halt den dritten Advent. Ja. Und ich war ein ganzes Mal der Rollpappler. Aber da war es besser, da hat es ein Blättchen gegeben und hat es ein Mettbrötchen gegeben und Kaffee gegeben. Aber ein bisschen netto, aber das könnte besser werden. Aber ihr macht aber alles auf Abstand, Riese, gell? Beim dritten Advent, gell? Alles jo, klar, danke schön. Alles klar. Ja, ich danke dir. Und schön Abstand halten, gell? Ja, ja. Jo, gute. Bleibt alle gesund und tschüss.